Hallo, herzlich willkommen. Es geht weiter mit meinem Format Scribblenauts Unlimited. Ich bin euer Basti, ihr seid live auf VX-Beziehung. Und vorab eine kleine Ankündigung. Ich möchte euch an dieser Stelle gerne unterbreiten, dass The Binding of Isaac zu einem Lückenfüller-Format von mir umfunktioniert wird. Das heißt, immer in der Zeit, wo ich gerade nicht Bock auf was anderes habe, wird an dieser Stelle immer eine Folge The Binding of Isaac kommen. Einfach aus dem einfachen Grund, dass The Binding of Isaac ein Spiel ist, das mehr oder minder Open-End ist. Das heißt, ihr könnt immer und immer und immer weiter spielen. Natürlich könnt ihr euch selber solche Challenges setzen, wie ich es gemacht habe, nämlich alle Charaktere freizuschalten. Allerdings ist das auch mit viel, viel, viel Aufwand verbunden, was den Rahmen von 4X-Beziehungen hier teilweise sprengen würde. Ein Charakter, der Keeper, muss nämlich durch eine Aufgabe bewältigt werden, die einfach kacke ist, um es mal frei auszusprechen. Und deswegen wird das so umfunktioniert. Was ich jetzt tun werde, ist, Scribblenauts Unlimited durchzuspielen. In den nächsten Episoden, wir werden ordentlich durchballern. Ich werde nicht speedrunnen, das ist nicht, was ich versuchen werde. Allerdings wird das jetzt in den nächsten Folgen richtig durchgeknallt. Und woraufhin meine zwei neuen Projekte gestartet werden können. Was da kommen wird, ich glaube, ich habe es mal irgendwann erwähnt. Wenn nicht, tja, dann bleibt jetzt weiter ein Geheimnis. Jetzt habe ich auch genug gelabert. Es geht jetzt einfach weiter. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt überhaupt war. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach, yo. Ja, ich war hier auf dem Piratenschiff. Ich weiß gar nicht, was und wie viel wir jetzt schon fertig waren. Okay, fliegen kann ich noch nicht. Ja, das machen wir natürlich erstmal wieder. Ach Leute, ich bin richtig motiviert, ey. Also, warum soll ich transparent sein? Seid ihr alles vollkommen gestört? Wir sind natürlich flying, fast, magic und super. Was auch immer das in dem komplexen heißen mag. So, wir haben noch nichts gemacht? Was? Das glaube ich jetzt aber nicht. Und scheiße, ich meine, wir hätten hier schon Dinge erledigt. Bin ich mir aber fast zu 100% sicher. Was auch immer. This crow's nest is lacking. Give something to construct a proper nest. Hier, Alter, du bekommst super glue. Bitte hier schön. Kannst du das gebrauchen? Ja, perfekt. Siehst du? Manche Rahmen brauchen einfach Kleber. Hier. The treasure map. Ey, kann Scheiße, das haben wir doch letztes Mal schon, oder? Ich bin mir aber jetzt zu 100% sicher. Ja, und er hier will mich angreifen. Da müssen wir dem mal gerade eine Hand weglegen. Bazook. Wir brauchen eine Bazook. Oh, das stört mich jetzt aber, Leute. Haben wir jetzt nicht die Bazook in der Hand? Doch, haben wir. Da haben wir. Wie kann ich das da jetzt angreifen? Cast Magic? Ja, wir haben gerade Magic gewirkt. Das habt ihr gesehen. So, warte. Das hier. Macht er mal bitte auf. Hier nehme ich in der Hand. Und fliege zu dem Typen, der irgendwie da meine Hilfe braucht. Bitteschön. Viel Spaß damit. Was brauchst du denn Schönes hier? We are running out of ammo. Something in the cannon. Weil es dann wieder Zeit wird. Aber erstmal muss der hier noch da rein. Also der muss jetzt erstmal aufnehmbar gemacht werden. Und den tue ich jetzt da rein. Und dann schießt den Shit. Du hast kein gutes Kanonenfutter, Cthulhu, aber was willst du machen? Wir können jetzt Yar spielen. Yar. Dann sind wir ein Pirat. Oder Yar, wir werden kein Pirat. Was willst du hier denn? I'll never be accepted as a parrot. Digga, du brauchst einfach Red Color. Red Coal. Hier, da Red Coal macht das schon für dich. Was muss ich echt? Achso, Red Paint vielleicht. Das ist ja die tatsächliche Farbe. Farbe zum, ne, you know. Oder warte mal hier.
Ja, nee, warte, ich brauche einen Pen, Alter. Hier, so. Mit ihm hier können wir ihn sicher anmalen. Siehst du? So, so geht das nämlich. Was haben wir noch für Leute, die... Also jeder hier will irgendwie einen Gefallen von mir. Was ist mit dir? Give me something to eat that prevents scurvy. Du brauchst einfach eine Orange, Alter. Vitamin C. Hilft nämlich bei Skorbut. Bitteschön. Ach, das war... Genau, das war hier die Hauptquest. Aber dahinter steht dann noch irgendwie so ein Freak. Hier, ey, komm, Alter, hau mal ab. Den braucht auch kein Mensch. Was ist mit dir los? Give me something that I can craft into a peg leg. Das ist bestimmt ein Holzbein, ne? Was ist eine Kutsche auf Englisch? Ich hab keinen blassen Schimmer. Aber wie wär's denn mit einem Gay Table? Mit einem Guy Table. Hier, bitteschön. Das dürfte auch reichen, ne? Ja, jetzt hast du einen Guy Table. Ich weiß nicht, was das ist. Ist egal. Der Viking möchte nichts von mir, das ist doch schön. Okay. Der Ninja. I need a tool for my trade to finally settle this argument. Ja, du, das kriegen wir hin, ne? Und jetzt kann ich kann trotzdem noch alles erledigen, hervorragend. Man hätte jetzt ja annehmen können, ne, dass... Was geht denn hier oben? Large Cracked Egg, Dragon Egg. Okay, haben es jetzt rot angemalt. Okay. Ja, das soll mal aufgehen, Alter. Ich will wissen, was da drin ist. Ja, also wahrscheinlich ein Drache. Super. Naja, auf jeden Fall, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Was ist mit dir hier los? Du halt. Ja, das kriegen wir hin. Invisibility Cloak. Hier, bruh. Viel Spaß. Bin aber auch ein Gangster. Helfe den Leuten, damit sie irgendwie irgendwo ausbrechen können. Das ist schon also heftiger Shit, den ich so mache. Oder wie Maxi sagen würde, deeper Shit. We need some pieces to play a game. Hier, komm. Mach noch was cool Intellektuelles. Wie erst mit einem Schachspiel. Ah. Wer kennt hier nicht die Piraten, die Schach spielen? Bruh, was ist mit dir los? Hast du ein Problem, oder was? Hier werden wir ein bisschen rot, Alter. Fotze. Na gut. Give me something to swap the duck. Was war noch? To swap. Ihr wisst, was jetzt kommt. Heißt sauber machen. Also kriegt der Alte einfach einen Sponge, ist doch vollkommen klar, oder? Mach mal hier deine Ente sauber, ganz genau. Was mit dir hier? Ein Hacker? Der hat keine. Ah ne, der Laptop hat irgendwie ein Problem. Prevent Internet Piracy. Internet Piracy. Wir brauchen einfach ein Law, Alter. Hier, da. Ja, also das ist ziemlich radikal, aber funktioniert halt offenbar. So, wir sind ja fertig. Sorry Leute, ich bin jetzt ein bisschen durchgewascht, aber einfach weil es mich total gestört hat. Ihr wisst doch sicherlich auch, wir hatten dieses Ding hier schon, ne? Ach, ich muss ja noch die Hauptquest machen. Bei diesem Asi. Wir haben sogar zwei Hauptquests. Ja, das ist ja witzig. Come closer, start me. Something terrible has happened to the crew. Help break the curse. Na dann mal los, wa? Ich bin mir sicher, wir hatten das schon. Boah, wie fetzig wir gerade aussehen. Oh, ein Schiff voller Untoten. Untoten. Untote. The crew has become cursed. Give each crew member something that they used to love. The warrior of this group enjoyed medieval weapons. Okay, wir brauchen also altertümliche Waffen. Kriegt er. Er kriegt einen huge
Medieval Laser Gun. Ja, also. Irgendwas wurde gerade nicht verstanden. Nochmal. Huge Medieval Laser Sword. Wer ist denn der Warrior hier? Bist das du? Du siehst denn so nach Warrior aus. Siehst du? Ja, klappt doch. Wer kennt sie nicht? Die mittelalterlichen Laserschwerter. Nicht wahr, Maxi? The first curse has been broken. The next crew member loved his facial hair, but now he is almost entirely bald. Haarausfall ist echt kacke. Give him facial hair to be proud of. Also, wir brauchen irgendwie jemanden, der einen Bart will. Wer mag das denn sein? Ist das er hier? Wahrscheinlich, ne? Das könnte er sein. Hier, warte. Du kriegst erstmal einen pink fluffy beard. Hier, Digga. Wie sieht's aus? Ja, ja, ich dachte mir, das ist deins, Alter. So, wir haben einen anderen Fluch aufgehoben. Okay, da hat jemand seinen Körper verloren und braucht einen neuen. Ich wette, das war er hier. Das sieht mir so seelentechnisch aus. Komm. Female Model. Digga. Ja, du hast doch mal bestimmt so Bildhübsches. Ach komm, Alter. Oder bist das du? Auch nicht. Ach. Okay, warte mal. Brauchst du vielleicht einen Mirror? Hier, Digga. Guck dich an. Aha. Vollkommen klar. The curses. The curse has removed his brain. Wir brauchen jemanden. Also wir müssen jemanden jetzt unterrichten und ihm wieder ein bisschen Kapazität im Kopf schaffen. Wie wär's mit Einstein? Hier, du bist doch bestimmt ein toller Lehrer, oder? Du kannst ihn doch sicher dafür sorgen, dass... Nicht? Ist das nicht so deins? Okay, warte mal. Fearless Teaching Einstein. Talking. Hier. Bla, 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 bla. Nee, ist nicht so seins. Okay. Hier, warte. Hier ist, wenn du dich selber ein bisschen bildest, Digga. Hier, ich gebe dir eine ganze Bücherei, mit der du was machen kannst. Ja, siehste? So, Bildung ist alles, Leute. Vollkommen klar. The last curse rests upon the captain of the ship. Reunite him with Polly. Polly ist doch sicherlich, sicherlich so ein Papagei, ne? Kriegen wir hin. Huge, grotesque, friendly, bearded parrot. Hier, Digga. Da ist er. What a twist. Yar, thank you, but I'm not cursed. I'm a real ghost pirate and you're on a real ghost ship. Yar. Oha. Oha. Spooky, liebe Leute. Jetzt, also, da läuft mir kalt den Rücken runter. Heftig, deftig, würzig, gut. Habt das gehört, liebe pommersche Macher? Ich verdiene jetzt eigentlich Kohle deswegen, weil ich euch gerade benannt habe. Also einmal vom Slogan und weil ich euren Namen gerade nochmal gesagt habe, es peilt ihr selber, oder? Lass uns jetzt noch die andere Quest machen. Come closer to start me. Create a new crew for the pirate ship. Jetzt haben wir gerade die Verfluchten wiedergeholt und die haben wir zurück in den Fluch geschickt. Und jetzt brauchen wir hier eine neue Crew. Ich peil dieses Schiff langsam liebe nicht mehr hier, liebe Leute. Ich weiß nicht, was hier funktioniert. Was hier abgeht. Was mache ich da? Jetzt aber. Ja, also, wir brauchen jemanden, der das Steuerbord übernimmt. Aber trotzdem, wir brauchen jetzt gerade Ultra Fast Rings. Hier. Auf geht's.
Also, wer wäre denn ein guter Steuermann, liebe Leute? Wie wär's mit einer Intelligent... Ah, das ist falsch geschrieben. Wie schreibt sie nochmal Intelligent auf Englisch? Intelligent, ja. Seal. Hier, Digga, das kriegst du doch hin, oder? Ich bin enttäuscht. Warte, wir machen dich jetzt mal noch... Wir machen dich jetzt mal noch hier... Skilled. Hier, Digga. Tu deinen Job, Mann. Ach, ich bekomme einen Tipp. The captain should be someone who can lead the crew. Okay, ja, dann brauchen wir vielleicht einfach mal... Captain Seal. Eine Calming Seal. Ja, das ist gut. Nee, ist alles irgendwie nicht klar. Komm, dann brauchen wir jetzt einfach einen Captain. Einen Captain. Das ist... Nee. Da mach er nicht mit. Ja, ich bin auf den Shitstorm gespannt. he's good with money. Eine jesting person, komm mal. Na, das wird mir jetzt wieder auf mal hier wieder nicht gegönnt, ne? Okay. Eine swift person. Hier, unterhaltet euch. Nein. Okay, warte, wie wär's mit dem Prinz? Der hat doch so viel Kohle, da kann er sich ja mit umgehen, oder? Hier, Digga. Kriegst du hin, oder? Auch nicht. Was können Prinzen eigentlich außer existieren? Jetzt mal ernsthaft. Was können wir da hinballern? Einen Banker. Hier. Ja, okay. Nee, das wird jetzt ein patriarchales Schiff, Leute. Hier, Alter, das kriegst du hin, oder? Ja, siehste, dachte ich mir. Defending the ship is a major priority. Pay someone who is familiar with weapons inside the armory. Americano. Das war super. Ja, das kann jetzt aber mal ruhig hier. Ja, es ist, es steht schon direkt als rot und durchgestrichen da, aber. Ja, du bist jetzt deine Aufgabe schon super toll, treu. Sailing the high seas can really build up an appetite. Pay someone who knows how to cook in the kitchen. Wenn du es siehst, Lars. Den Labyrinthfisch. Tja, aber offenbar sind die Leute da anderer Meinung. Wie wär's mit einem... Mit einem Transcendent Cook. Oh, die bieten hier keinen Transgender Cook an. Das ist aber diskriminierend, mich zu fassen. Was ist denn jetzt passiert? Da müssen wir es jetzt aber schnell noch mal machen, liebe Leute. Ja, komm, hau ab. Bla, bla, bla. Ja, okay. Also, wir brauchen ja jetzt, wie gesagt, jemanden. Also, wir brauchen den Male Captain. Hier, do your thing, Alter. Genau, dann brauchen wir jetzt den Male Pink Gay Jewish Banker. Jewish und Banker ist halt auch doppelt gemoppelt. Ja, es ist ein schwuler Banker mit langen Haaren. Sieht man ja eindeutig, ne? Genau, hier haben wir den Bitchy Soldier. Den Bitchy Soldier. You do a thing, Digga. So, aber was wurde denn jetzt zerstört? Das habe ich nicht ganz gepeilt. Ah, den Spiel hat es bestimmt nicht gefallen, dass ich da einen Transgender gemacht habe, ne?
Wie wäre es denn einfach mit einem Diverse Cook? Weil wir sind ja so für Diversity und so, ne? Ganz bestimmt sind wir das. So, was soll denn hier jetzt erstellen? Das habe ich nicht ganz verstanden. With an empty brick, place a captive in the prison. Captive in the prison. Okay. Wie wär's mit ja, einfach einen mit einem roten Prisoner. Nicht einen schwarzen, aber sondern einem roten. Jetzt braucht er jemand, der das Schiff navigieren kann. Und das wird ja ganz eindeutig wer sein, liebe Leute. Navigating. Unser Navigating Cthulhu hier. Kriegst du hin, oder? Oh, Cthulhu, du Assi. Hier, Digga. Mach mal was. Okay. Wir brauchen einen Leader. Hier, genau, du kriegst das noch hin, oder? Nein, auch nicht. Wie wär's mit Adobe? Verstehe nicht. Weg damit. Leute, wer kann da oben stehen? Einen Captain. Wir brauchen noch einen Captain. Oder einfach. Aber Matrose heißt bestimmt nicht Matrose auf Englisch, ne? Ne, guck hier. Matron. Das ist ganz sicherlich. Du bist auch dumm, Matron, Alter. Okay. Können wir noch einen Captain gebrauchen hier oben vielleicht? Ja, das ist, was ich gebraucht habe. Und da ist der Starwide für mich, ja, siehst. Da ist unser Starwide, liebe Leute. Ich würde sagen. Das war jetzt eine kurze Folge Scribblenauts Unlimited. Ich mache das bewusst kurz, weil wir haben sehr viele lang episodenmäßige Dinge hier auf Wegsbeziehung. Und damit ihr auch mal so kleine Dinge für zwischendurch habt, wie Krabbe South Park oder jetzt mein Scribblenauts, belasse ich die Folge mal so auf 20 Minuten. Damit tue ich euch einen Gefallen, falls ihr was anderes wollt und mir auch, denn dann kann ich das einfacher produzieren. Denn so sieht es ja nun mal aus, nicht wahr? In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Scribblenauts Unlimited mit Basti. Ciao.